Es ist immer wieder hocherfreulich zu sehen, da gibt es junge Menschen weiblicher oder männlicher Art, die Kunst machen, an die ich vorher noch nicht gedacht habe. Die nicht in eine bestimmte Kerbe hauen und einen Gleichschritt evozieren, sondern ein jeglicher, eine jegliche nach seiner, nach ihrer Art. Es hat vielleicht doch damit zu tun, dass ich nicht nach dem Ausschau halte, was mich bestätigt. Das entspricht meinem Wesen. Also von daher mag es sein, dass es einen gewissen Unterschiedlichkeitsgrad jeweils aufweist. Aber das ist nicht etwas, was ich eigens zu verwirklichen suche. Also ich gucke nicht mit einer Lupe, auf der schon Diversität steht, damit man nichts mehr sieht. Hoffentlich erreiche ich das, sondern ich gucke mir die Sachen an und spüre. Ich gehe ganz intuitiv vor. Du spürst doch, dass ich mit der Nase und dem Herzen und meinem nicht ganz geringen Verstand, aber dann doch mich entlang taste an den Dingen und nicht hier, so muss es sein, abhake, abhake, abhake und dann eine sogenannte Diversitätsliste verwirkliche. Das würde mir widersprechen, meinem Wesen. Und es freut mich ja auch immer, dass man immer wieder auf Individuen trifft. Darum geht es mir, Individuen. Individualität, Individualität, das ist etwas, was ich auch als Begriff viel mehr schätze als Diversität. Dass daraus dann Diversität entsteht, ist ein Nebeneffekt. Das ist ganz normal, wenn man nach Individuen schaut, dass die nicht gleichgeschaltet sind. Das modische Diversitätsdenken führt meiner Meinung nach viel zu viel in Gleichschaltungen, in eine Richtung gehen. Wobei ja auch das Schöne ist, dass wir das auch wirklich durch die Anschauung der Noten und nicht durch das Vergleichen der Pässe und sonstiger Nachweise herausfinden. Noten und Aufnahmen führen uns dazu, Individuen auf der Spur zu sein. Und dann ist es oft so, dass es nicht so sehr darum geht, total ausgeprägte, fertige Gestalten zusammenzubringen, sondern Versprechungen, Wünsche, Hoffnungen aufeinandertreffen zu lassen. Kann schon sein, dass dabei auch manchmal Menschen sind, die sich dann von der Kunst abwenden. Ich habe es zwar noch nicht erlebt, aber es wäre möglich. Aber bis jetzt haben wir hauptsächlich welche gefunden, die ihr hoffnungslos anheimgefallen sind.